Hallo und moin zum ersten Teil dieses Let's Plays von Sam & Max Hit the Road, einem Point-and-Click-Adventure von LucasArts aus dem Jahr 1993, basierend auf der Comicreihe von Steve Purcell. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, ich habe lediglich Unnötiges herausgeschnitten. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau, dann wechseln wir auf das schöne Spiel Sam & Max Hit the Road. Wie gesagt, 1993 gibt es in einer englischen, in einer deutschen Fassung. Ich würde die deutsche CD-Fassung spielen, die ist mit voller Sprachausgabe auf Deutsch. Mit auch einigen bekannten Stimmen, würde ich mal behaupten. Genau, ist basiert auf zwei Charakteren von Steve Purcell. Der hat, der war, glaube ich, Hintergrundzeichner bei Lucasfilm Games und dann LucasArts und hat diverse Spiele mitgemacht, wie eben auch Monkey Island, die ersten Teile und so weiter. Und er hatte aber ein eigenes Comic-Duo aus Comic-Büchern, glaube ich, und später gab es auch, oder relativ zeitgleich, weiß ich gar nicht mehr, gab es auch eine Fernsehserie, eine animierte Sam & Max. Ein Hund und ein Hase kämpfen gegen das Unrecht und Verbrechen. Und ja, sehr subversive Comics und interessant auch, dass das im Spiel eigentlich gemacht wurde. Oder in der Art umgesetzt wurde, wie es gleich zu sehen sein wird. Und es gibt nach diesem Teil Sam & Max Hit the Road gab es lange nichts. Dann sollte mal eins kommen, aber dann ist Lucasfilm geschlossen worden. Und dann haben ja ehemalige Leute von Lucasfilm Telltale Games gegründet und die haben dann zwei Staffeln neue Sam & Max Spiele rausgebracht. Die wollte ich auch mal spielen. Das ist ganz lustig, weil die auch noch mal jetzt aktuell geremaked worden sind. Die gibt es also jetzt auch in aktueller Grafikqualität noch mal zum Spielen und habe ich auch schon mal angefangen. Aber wäre auch sowas, was man eher vielleicht im Stream machen kann oder eben auch für ein Let's Play. Und weil ich ja so gerne was spiele, spielen wir jetzt mal rein. Mal gucken, ob ich das auch zu Ende mache. Wir haben ja auch schon mal mit Indie angefangen, den muss ich auch noch zu Ende machen. Aber ja, hoffen wir mal, dass hier Bild und Ton alles seinen Gang geht. Freunde? Freunde? Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür... wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger, nun, vorhersehbar ist. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir wissen sollten. Ihr seid ja völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto.
Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Erfreulich zurückhaltender Spann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Oh, stimmt. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten. Hallo? Ja? 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 Nein. Wirklich? Sieh mich auf. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. Genau. So, ich glaube... Ich muss das Ganze ein bisschen runterregeln. Damit ich im Vergleich dazu noch einigermaßen zu hören bin. So, das sollte jetzt einen hinreichend großen Unterschied machen. Genau. Und wie wir schon gesehen haben, das war hier eine ganz nette Intro-Sequenz, mit der man die beiden Charaktere ein bisschen kennenlernt. Ansonsten ist das ein sehr schönes altes Point-and-Click-Adventure mit sehr niedriger Auflösung. Das sieht man, glaube ich, hier auch relativ gut. Und wieder eines dieser Spiele, die man gut in ScumVM spielen kann. Man hat in der Regel hier diese vier
Icons, die ersetzen die Verben. Und man kann hier auch noch immer Max benutzen. Also Max ist quasi auch noch ein Werkzeug, wenn man so will. Und wir haben diese Inventarliste, da kommt alles rein, was wir so finden. Genau. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay. Also es gibt viele Dinge, die kann man nicht zusammen benutzen. Niemand hat eine Nachricht hinterlassen. Das ist schade. Ich weiß gar nicht, aber wenn man später nochmal in das Büro zurückkommt, dann kann man, glaube ich, auch Nachrichten kriegen. Oh, ein Sandwich. Ich. Haben wir noch die Ameisen gefüttert? Aber diese Lampe kann man mitnehmen. Genau. Die landen dann hier auch alle in dieser lustigen Kiste. Und ansonsten ist es ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Man muss möglichst alles einsammeln, was so rumliegt. Man soll mit jedem reden, alle Gesprächsoptionen ausschöpfen. Aber man sieht nie genau, was man sagt. Man bekommt immer nur diese vier Icons. Letztes verabschieden, dann ist irgendwie was Eigenartiges nachfragen, ist eins, dann eine Aussage offensichtlich und dann noch irgendwie ein eigenartiges Enden. Links. Das habe ich nie verstanden, wofür das steht, aber man hat dann auch lustige. Ich habe ein Ekelgefühl und eine seltsame Vorahnung in mir. Und? Du siehst gesund und rüstig aus, Kleiner. Ich bin kaffeesüchtig, Sam. Nun, das war's. So, ich glaube, da ist noch Geld drin. Da habe ich mich am Anfang... Bargeld. Gehe nie ohne aus dem Haus. Ja, damit können wir vielleicht schleimige Beamte bestechen. Zum Beispiel. Also grundsätzlich immer eine gute Idee, das auch dabei zu haben. Ja, dann gehen wir wohl mal draußen auf die Straße, was? So, du willst das etwa von mir, hä? Gut, nimm das! Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. So. Ich habe den Eindruck, dass die Hintergrundmusik relativ laut ist im Vergleich zur Sprache. Vielleicht war das etwas... So. Hey, Sam. Soll heißen Max. Was? Nun, das war's. Jo, ist, glaube ich, ein bisschen besser. Man hört trotzdem noch die sehr, sehr gute Musik. Oh. Kann man diese Straße hier abgehen? Das ist tatsächlich eigentlich auch die einzige Gegend, die man... die man in den Nachfolgespielen auch noch findet. Ansonsten ist das so ein bisschen ein Roadtrip durch Amerika. Wir kommen jetzt also in verschiedenste Bereiche der Vereinigten Staaten. Und die sind immer ein bisschen skurril.
Hey, ich glaube nicht, dass Mr. Bosco freiwillig das ganze Geld verschenkt. Oh Mann, hab ich Angst. Ein Hund und ein Hase, wie furchteinflößend. Max, dieser Klugscheißer meint, wir wären nicht furchteinflößend. Was sagst du dazu? Zeigen wir es ihm, kleiner Freund. Ich glaube, dieser Abschaum hat was dazugelernt, Sam. Ich auch, Max. Ich wusste gar nicht, dass man die Unterlippe vollständig über den Kopf ziehen kann. Erstaunlich. Ja, das ist genau der Humor, den man hier erwarten darf. Ich glaube, so ging das. Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. Das klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Das sind die Anweisungen unseres Commissioners, die besagen, dass wir hurtig zur Kirmes fahren sollen. Okay. Wenn man uns so drum bittet, dann benutzen wir wohl mal unser Fahrzeug, was? Genau. Und das ist die Karte in der USA, in der wir unterwegs sein können. Hier ist es offensichtlich unser Hauptquartier. Ansonsten haben wir drei Burgerfilialen. Wir haben hier dieses lustige Autospiel. Das gucken wir uns vielleicht ein andermal an. Aber hier oben ist die Kirmes. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Ach. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist des Teufels Zahnweh, Max. Hier ist Sam scheinbar alles ziemlich zu. Stop! Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, Jungs, aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe, ihr wisst schon. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingurgler. Nichts zu machen. Wer waren diese Neandertaler am Eingang? Was für Neandertaler? Der Kurze mit dem peinlichen Haarteil und der Lange mit den dunklen, unerbittlichen Augen. Hey, ich arbeite hier nur. Sonst noch was? Ich will Popcorn. Ihr müsst schon einen besseren Grund haben, damit ich euch passieren lasse. Wir kommen wieder, keine Frage. Ich kann es kaum erwarten. Dann müssen wir ihm wohl zeigen, dass wir hier einen Auftrag haben. Probieren Sie es mal hiermit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Ich glaube, ihr könnt rein. Aber seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Hm.
Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben! Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Ich kein dummes Zeug. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti in Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Quentin. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Überlasst nur alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? Ja, da haben wir jetzt einen Zugangspass. Das ist ja schon mal schön. Den brauchen wir aber auch, glaube ich, gar nicht. Also, kann mich nicht mehr erinnern, dass man da irgendwo noch mal nachgefragt hat. Ich glaube, dieses Glas kann man mitnehmen. Und wir nehmen ja alles mit. Eine Waffe könnten wir nicht mitnehmen. Stimmt, in diesem Spiel haben wir gar keine Waffe. Das sieht in der Fortsetzung anders aus. So, nun sind wir also auf der Kirmes. Da ist die Tür zur Trixies Wohnwagen. Hört sich an wie der Titel eines Country-Songs, Sam. So, genau, das haben wir, glaube ich, hier. Da kann man eine Runde Wack-A-Rat spielen. Gewonnen. Das ist so ein kleines Minigame. Ich habe etwas gewonnen.
Die gibt's auch immer mal wieder. Oh, jetzt haben wir eine Taschenlampe. Sie passt perfekt. Mit einer UV-Birne drin. Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe. Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Hä? Oh, du bist ein großer Junge. Deshalb sitze ich auch hier die meiste Zeit. Was weißt du über Bruno den Yeti? Wer will denn das wissen? Wir sind die Freelance Police und wir sind in einem Rennen um Leben und Tod. Und wir sind barfuß. Alles, was ich über Bruno weiß, ist das, was die Cashmans mir erzählt haben. Nun, das war eine nutzlose Aussage. Aber vielleicht solltet ihr mal den Tunnel der Liebe versuchen. Ein Gerücht besagt, dass einer von Brunos Kumpel da drinnen ist. Och, lass uns gehen, Sam. Ach, verschwinde. Hast du eine Ahnung, was mit Trixie passiert sein könnte? Trixie? Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton? Nein, Trixie, der sprechende Pudel. Sie war mein bester Kunde. Sie konnte mit dem Kehl der Tragödien stundenlang fahren, ohne Unterlass. Ich liebte es, wenn ihr Hals vor- und zurückwippte, wenn ich den Kehl voll aufgedreht hatte. Dein Sadismus beweist deine Professionalität. Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Ach, ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass es uns gleich noch einmal tun. Vielleicht später, Kamerad. Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Hm. Haben wir wohl alle Dinge eingebüßt, was? Wirst du uns helfen? Kommt ganz drauf an. Was willst du? Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus deinem Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Fundsachenzelt. Das kann auch mal praktisch sein. Da müssen wir wohl mal hin. Zum Glück ist es direkt hier drüben. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber Sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Haben Sie etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Sie müssen mit unglaublichen magischen Fähigkeiten ausgestattet worden sein, die ihre körperlichen Mängel wieder wettmachen. Schlechter Tausch. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Wartet hier, während ich mal das Lager durchwühle. Nun, sicher ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fangen, gehört alles euch.
Ich fühle mich wieder vollständig. Ja, dadurch haben wir jetzt zumindest eine Sache, die wir vorher nicht hatten, glaube ich, und das ist dieser Magnet. Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. So, jetzt haben wir einen neuen Zielort gefunden und so funktioniert das in der Regel immer. Man muss eine Information oder sowas finden. Für einen bestimmten Ort und dann erscheint er auf der Karte. So, wir sollen ja nochmal den Tunnel der Liebe fahren. Das war, glaube ich, hier links. Willst du mit mir in den Tunnel der Liebe? Yippie! Lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Milton. Der Himmel ist ein Ort, wo nie etwas passiert. David Bryan. Burn, aber fast richtig. Und jetzt haben wir hier diese sehr schöne Taschenlampe. Das scheint eine gute Idee zu sein. Ich hätte nur viel früher darauf kommen sollen. Ah, okay. Wird hier sehr exzessiv mit Sound gearbeitet. Da kann man die Hinweise durchaus ernst nehmen, die da akustisch gegeben werden. Also das hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe eine Schwanenallergie. Muss noch mal ein bisschen den Sound nachregeln, glaube ich. Sehr laut. Müssten sie aber gar nicht sein, glaube ich. So. Oh, okay, also wir fahren einfach noch mal und ich hoffe, dass ich jetzt rechtzeitig... Willst du noch eine Runde im Tunnel der Liebe drehen? Den Knopf drücken. Warum nicht? Scheint eine gute Idee zu sein. Vielleicht soll ich sie ausprobieren, wenn ich näher am Sicherungskasten bin. Jo. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Komm da runter, Max. Warum? Schau dir das mal an. Ich werde mich nie wieder rasieren. Das hast du noch nie getan. So. Genau. Soweit erinnere ich mich. Wer bist du? Ich bin Dirk, der Maulwurfmann. Wer seid ihr? Ich bin Sam, er ist Max. Wir bekämpfen das Verbrechen. Und wir lieben lange Spaziergänge am Strand.
Was wollt ihr von mir? Hast du irgendetwas von Bruno dem Yeti gehört? Bruno der Yeti? Also da könnte ich Geschichten erzählen. Verbiet es ihm, Sam. Er will uns eine Geschichte erzählen. Ich traf Bruno das erste Mal vor 25 Jahren in Saigon. Und dann war da noch die Zeit, als wir alle unsere Steuererklärung von einem Schnabeltier ausfüllten. Halt's Maul! Um Gottes Willen, halt einfach deine Klappe! Schau, wir wollen wirklich nur wissen, wo Bruno sich jetzt aufhält. Oh, ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Vielleicht solltet ihr mit meinem Onkel sprechen. Dein Onkel? Ja, mein Onkel, Shavul. Yetis sind quasi ein Hobby von ihm. Als sie noch ein Kind war, hat er mir Geschichten über riesige Yeti-Partys erzählt, wo die Yeti aus aller Welt zusammentrafen und ihre Yeti-Tänze aufführten. Und... Das ist schrecklich interessant, Junge. Wo finden wir deinen Onkel? Keine Ahnung. Er verschwand von der Bildfläche kurze Zeit, nachdem er mitgeholfen hatte, das größte Wolkendoll der Welt zu bauen. Offensichtlich ein neuer Ort. Ich fang gleich an zu weinen. Ihr zwei seht vertrauenswürdig aus. Oh, da sind wir. Ja, du kannst uns so weit trauen, wie wir dich schmeißen können. Und wenn ihr mir meine Lieblings-Pikenuss-Pralinen bringt, dann werde ich euch die Schlüssel zu Trixis Wohnwagen geben. Hm. Außerdem erzähle ich euch dann auch das Geheimnis, wie Bruno verschwinden konnte. Warum erzählst du es uns nicht jetzt sofort? Weil ich hungrig bin. Ich glaube, das wäre dann erstmal alles. Sauber. Ihr findet den Weg nach draußen ja wohl selber wieder. Ja, dann müssen wir wohl Pralinen kaufen. Okay, das sollte ihn wieder in Gang gesetzt haben. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch groß nichts. Wir können mit ihm sprechen, aber wir können nichts mitnehmen. Das ist Max. Nun ja, ein Blick auf die Uhr bzw. in den Chat zeigt uns, dass wieder eine Folge quasi um ist und wir haben auch gleich 19 Uhr und da muss ich auch noch ein paar andere Sachen machen. Von daher würde ich sagen, das war noch eine spannende Schnuppertour durch einen Teil der Welt von Sam Max. Ja, macht irgendwie immer noch Bock. Mal gucken. Beim nächsten Mal dann vielleicht mehr. Wenn es weitergeht und wir rausbekommen, wie wir an Pralinen kommen und was für ein Schlüssel uns dann übergeben wird. Genau. Bis später. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!